Die Handball-Allstars gegen den TSV Birkenau. Das Benefizspiel. Anfang nächsten Jahres ist unser Benefizspiel. Die Handball-Allstars sind zu Gast in Birkenau. Zwei Stück sind jetzt schon da. Uli Roth, Jörg Kunze, ihr seid beide ja, wirklich Allstars. Habt schon viel erlebt im Handball auch. Wart mit der Nationalmannschaft oft unterwegs. Vielleicht mal ganz kurz, wie viel habt ihr durch den Handball auch mitnehmen können? Ich meine, du hast eine Silbermedaille gewonnen. Erzähl einfach mal so kurz deine Eindrücke vom Handball, die du alle gesammelt hast. Ich glaube, am Ende einer großen Karriere, das meine ich jetzt mit 12 Jahren Bundesliga und bestimmt 8 Jahre Nationalmannschaft, bleibt am Ende dann trotzdem, dass man unglaublich schöne Reisen gehabt hat, dass man schöne Erlebnisse gehabt hat in der Mannschaft, im Team. Die Kameradschaft hat eine sehr große Rolle gespielt im Mannschaftssport. Aber ganz am Schluss, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist die Erinnerung an die Jugend und an den Verein. Mit den Jugendturnieren früher, mit den Übernachtungen, ersten Eindrücken, mit dem sportlichen Erfolg, mit dem Alkohol, mit den Mädels. All das war am Ende doch die allerschönste Zeit. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir mit der Erfahrung im Rücken auch weiter uns um die Jugend kümmern und dass wir gucken, dass es auch den Jugendsport, den Jugendhandball eben auch weiter gibt. Und das ist für mich immer die schönste Erinnerung. Was gibt es bei dir auch? Ja, es ist generell ja so, dass man nicht nur den Sport ausübt und das eben auf allerhöchstem Niveau, sondern dass man eben sehr, sehr viele interessante Menschen auch kennenlernt, mit denen man ständig im Austausch ist, nicht nur während der aktiven Zeit, sondern auch jetzt eben in der Zeit nach dem Handball, sage ich einfach mal. Und ja, die Jugend, das was Udi auch schon gesagt hat, die prägt natürlich auch ungemein, aber für mich war es einfach immer wichtig, in einem Team zu arbeiten und in einem Team zu funktionieren. Und das ist eben auch was man eben ins Privat- oder auch ins Berufsleben sehr gut transportieren kann. Seid jetzt beide dann quasi auch in der Lage, wieder was zurückzugeben? Macht das auch aktiv, indem ihr zusammen mit den anderen Allstars, die noch dabei sind, immer wieder Benefizspiele macht für den guten Zweck? Wie gut tut es dann auch, wenn man das Ganze zurückgeben kann? Wenn man die Möglichkeit hat, da was zu tun für Leute, denen es vielleicht nicht so gut geht? Es ist ja gerade heute Weihnachten, der 24. Nicht nur deshalb, sondern grundsätzlich muss man sagen, dass die Initiative ohne Zwang, ohne Not entstanden ist. Einfach ein Netz aufgebaut von ehemaligen Nationalspielern, die ja, zum einen Spaß haben daran, sich immer wieder mal zu treffen, 3-4 Mal im Jahr, auch zu feiern, auszutauschen, was man früher erlebt, durchlebt hat. Das Besondere daran ist, dass es 3 Generationen sind, die sich da gemeinsam treffen. Das gibt es ja nur im Handball. Und da ist man verbündet und wenn man diese Treffen damit organisieren kann, anderen Menschen durch Spenden, durch eine Spende zu helfen, das ist für mich die perfekte Kombination aus beiden. Und wir haben ja schon, denke ich, auch wahnsinnig viel Geld eingesammelt in den letzten Jahren. Und das ist das, was am Ende Spaß macht, ein Event zu kreieren, den Menschen, die da hinkommen, Spaß zu bescheren, weil der Sport spielt ja nicht mehr die Hauptrolle. Wobei immer noch viel zu viel Ehrgeiz herrscht. Gegen den Spieler eigentlich. Gegen die erste von mir, genau. Also doch wieder sportlicher Ehrgeiz. Ja, aber da sieht man auch, dass da immer noch viel Kämpferherzen unterwegs sind. Ich bin jetzt mittlerweile der Älteste in der Truppe. Mit 55 dann nächstes Jahr. Und, aber ich habe genug Kollegen, die noch jünger sind, die genug spielen können. Und ich werde dann mich nicht mehr ganz so lange aufhalten. Ja, ich kann mich auch daran erinnern, dass du vor 2 Jahren waren wir mal in Leutershausen. Da war auch ein All-Star-Spiel. Da hast du auch mitgespielt, aber nicht so lang. Und auch nicht so erfolgreich. Aber da war ich auch Organisator und ja, da war ich eingebunden. Ja, also ich denke schon, Handball ist ein Sport, der nach wie vor, auch wenn man älter ist, gespielt werden muss. Und bis man im Kopf kapiert, was man noch darf, ja, auf dem Spielfeld und vor allem, was man noch kann. Das dauert eine ganze Zeit lang. Deshalb gab es ja auch ein paar schon Verletzungen im Nachhinein.
Aber jetzt weiß ich mich genau einzuordnen und werde das auch hoffentlich ohne Verletzung wieder überstehen. Also hast du meiner Brand schon kurz geschrieben, mehr als 2 Minuten ist nicht drin, oder? Ja, schon 2x5. Okay. Immer raus, als älteste Spieler. Aber Blacky Schwarzer, der ja auf meiner Position auch spielt, der ist ja noch topfit und der ist auch ehrgeizig bis unter die Haarspitzen. Und der wird den Rest dann machen. Alles klar. Ja, ja. Mein großes Ziel natürlich. Uli war schon immer ein großes Vorbild von mir. Er hat schon Nationalmannschaft gespielt, als ich noch in der Jugend rumgerannt bin. Und das muss ich natürlich auch bis 55 weitermachen. Das habe ich noch ein paar Jährchen vor mir. Aber ja, das sind ja auch schöne Events, sage ich immer, weil es gibt so viel Hektik und so viel Stress heutzutage im Alltag. Und dann ist es doch mal schön, wenn man mal wieder so ein bisschen back to the roots kommt und auch von alten Zeiten sprechen kann und einfach Spaß hat und mit dem Spaß eben was Gutes verbinden kann. Du bist als Birkenauer bisher auch so voll eingespannt gewesen von Anfang an, so ein Stück weit. Ja, warst da nah dabei auch an der Organisation? Ja, ich muss da fairerweise sagen, die Initiative ging ganz klar von meiner Frau aus. Ja. Durch dieses wirklich absolut tragische Ereignis damals, was der Familie Steinmaus widerfahren ist, waren wir insofern involviert, weil wir die Familie eben kannten über den Kindergarten, weil die Kinder zusammen im Kindergarten waren, und war eigentlich sofort spontan die Idee von Claudia, dass sie gesagt hat, Mensch, wir müssen versuchen, hier irgendwas auf die Beine zu stellen. Ja? Und bis das natürlich alles mal reift, bis die Termine sind, bis die Personen feststehen, bis die Sponsoren feststehen, bis die ganzen Rahmenbedingungen einfach festgezogen werden, ist ein wahnsinniger Aufwand, wo ich wirklich nur den allergrößten Respekt zollen kann für all diejenigen, die sich hier wirklich absolut ehrenamtlich dafür so eingesetzt haben. Und dann war es für mich natürlich eigentlich relativ leicht mit den Kontakten, die man ja hat, zumindest die All-Stars zusammenzutrommeln. Ja? Und das ist, glaube ich, die leichteste Aufgabe an dem ganzen Geschäft. Ja. Und insofern freue ich mich wirklich auf eigentlich schon das Highlight am Anfang des Jahres. Ja. Du bist ja selbst auch sehr engagiert, hast auch eine Stiftung. Du weißt, wie schwierig es auch sein kann, Spenden zu organisieren. Ist es dann gerade noch bedeutender, wenn man dann merkt, wie schnell man wirklich mit so einem Event auch dann zumindest teilweise Spenden generieren kann? Ja, also zunächst muss man sagen, dass die Leute gar nicht so geizig sind. Also wenn wir jetzt in unserem Verein Strahlenburg e.V., wo wir schwerkranke Kinder, chronisch kranke Kinder und deren Eltern unterstützen, in Einzelfällen, in Schicksalen, und sehr nah dran sind dann an dem Spendenzweck, dann muss man sagen, dass es doch sehr viele Menschen gibt, die spenden, ja, und anonym spenden auch. Ich sage Hut ab, dass das jemand auch macht in der Zeit. Ja. Diese Aktion jetzt mit dem Spiel, wo sie ehemalige Nationalspieler treffen, um Handball zu spielen, ist natürlich auch was, wo ich sage, da tut ja auch jeder seine Zeit einopfern. Ja? Die Leute kommen auch ohne Geld hier an aus ganz Deutschland. Wir sind jetzt froh, dass wir sozusagen ein Heimspiel haben, dass wir nicht so weit reisen müssen, aber die Leute kommen ja aus ganz Deutschland. Ja? Und, ja. Dass man jetzt in einem persönlichen Schicksal auch hilft und auch das dann auch vor Ort spürt, für wen das Geld tatsächlich ist und gebraucht wird, das finde ich dann besonders emotional und auch besonders gut, und finde es auch toll von Jörgs Frau, dass sie das erkannt hat, weil manchmal muss man einfach was organisieren mal, damit was passiert und was rumkommt. Ja. Das kann nicht jeder, aber wenn alle nichts tun würden, dann ging es vielen, vielen Menschen dazu. Ja. Das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Dann freuen wir uns aufs Spiel. Wir uns auch. Ja, ich muss noch jetzt, was schwierig ist, über die Weihnachtsfeiertage, 3 Kilo abnehmen. Ich muss mich läuferisch noch etwas auf den Vordermann bringen. Aber ich fahre in Urlaub und werde die Zeit im Urlaub nutzen, um mich auf dieses Spiel perfekt vorzubereiten. Ja, ich bin schon jeden zweiten Tag im Kraftraum momentan, dass das Gewebe nicht ganz so locker hängt, sag ich mal. Ja, 2 Wochen habt ihr ja noch Zeit. Ja, also
Wenn der Uli natürlich 2x5 Minuten vorgibt, dann muss ich natürlich ein bisschen mehr bringen. Das wird natürlich schwer. Aber ich habe genug Linkshänder Kollegen eingeladen. Also die müssen ja auch irgendwie spielen. Also insofern passt es dann. Alles klar. Super. Man kann noch Karten kaufen, gell? Ja, noch jede Menge. Es gibt Karten und die Halle muss voll werden oben in Birkenau. Und dann haben wir alle mehr Spaß. Jeder Cent wird gut. Ja. Alles klar. Schöne Weihnachten. Bravo. Jetzt Karte sichern und dabei sein.